Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play wird es, glaube ich, werden. Und zu XP War Trauma oder Trauma. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Es ist so, huch. Wir haben Deutsch. Hoch. Field of View, vertikale Synchronität machen wir an. Auflösung, okay. Speichern. Nah dran. Okay. Erfahrung starten. Wir starten eine Erfahrung. Erfahrung, Kooperation. Willkommen bei der Experience. Wir werden Sie in wenigen Minuten starten und Sie in der Lage von Krieger versetzen. Einem deutschen Soldaten, der am Zweiten Weltkrieg teilnahm. Bevor Sie fortfahren, beachten Sie die folgenden Anweisungen. Tastatur-Kurzbefehle. E interagieren, linke Maustaste interagieren mit Rätseln, rechte Maustaste Zoom. WASD, Bewegung, F-Taschenlampe, linke Umschalttaste ausführen. Steuerung Crouch, ESCP-Menü, H, Fadenkreuz. An ausblenden. Die Erfahrung wird durch Software emuliert DNA aus den menschlichen Überresten des ausgewählten Individuums extrahiert und in das Hardware-Modul implementiert. Wird auch die DNA des Patienten extrahiert und Kompatibilität herzustellen. Die Version der Software ist instabil und kann Fehlern und Konflikte aufweisen, die zu einer Mischung von Informationen führen. Jeglicher möglicher psychischer Schaden des Patienten liegt in der Verantwortung des Patienten, nachdem er unter unten zugestimmt hat. Sie können das Erlebnis jederzeit beenden, indem Sie sagen, ich möchte das Erlebnis lassen. Ich stimme zu. So, initialisieren. Gut, starten wir das Programm. Ich möchte meine Erfahrung machen, teilen. So, ich, hallo. Ja, und damit willkommen zu XP War Trauma. Wir sind ein Soldat aus irgendwelchen Überresten in einer Zweiten Weltkrieg miterlebt und wir gucken mal. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe gedacht, ich spiele das mal. Das ist übrigens eine Demo. Alter, hier ist aber sehr dunkel. Wie war das? F-Taschenlampe? F geht überhaupt nicht. Okay, wir können rennen. Gut, wir sind... wir blinzeln. Wir befinden uns in einem Bunker, habe ich das Gefühl. War F-Taschenlampe? Flashlight oder L? Oh, nee. Ich habe schon wieder vergessen, was am Anfang alles stand. Ah, schön. Okay, wir scheinen irgendwo... Ja. Ein Seil. Jede Menge Kisten. Ich kann aber nichts interagieren. Da liegt eine Gasflasche. Ich dachte schon. Ja, gut. Kann ich die Tür öffnen? Krieg regelt nichts. Dwight D. Eisenhower. Das stimmt. Krieg regelt nichts. So. Okay. Da war angeblich eine Tür. Ich habe sie nicht gesehen. Wir sind in einem... Wieso sind wir jetzt in einem Flur? Das sind aber auch tolle Bilder. Und die, wenn ich das mal so sagen darf, die Tapete ist ausnahmslos schön. Das ist ja... Okay. Ich habe, wie gesagt, hier steht ein Stuhl, der unheimlich groß wirkt. Sind wir auch so groß? Wir können das Fenster öffnen. Ich kann aber nicht... Kann ich ranzoomen? Ja. Ich finde das schrecklich, wenn man irgendwie ranzoomen kann. Das ist ja... Oh Gott. The door is open. Haben wir die... Ach, schon wieder Stromschwankungen hier bei uns. Das ist... Ach, ich mach mal die Tür zu. So. Ah, wieder Stromschwankungen. Was ist das? Ist das Phantomas? Ach, guck mal. Das ist Phantomas. Ich habe mir den einfach mal so ausgedruckt und alles. Der ist doch... Das ist doch ganz lieb. Das ist übrigens mein... Das ist mein Opa, mein U-Opa. Und ich habe einfach mal ein Foto von meinem U-Opa einfach mal hingestellt. So, wir können Schubladen öffnen.
Wir sind, ja, sehr arm, habe ich das Gefühl. Wir haben nämlich nichts in unseren Schubladen. Das heißt, wir, ja, kann ich den Fernseher anmachen? Nein. Das hier ist übrigens kein Schimmel. Ich habe nur vergessen, dort das bisschen zu, ja, auszumalen. Ihr wisst ja, wir sind ja umgezogen und alles. Und ich habe einfach vergessen, hier die Wand zu streichen. Ansonsten ist das ganz toll geworden, finde ich. Auch mit dem Ventilator an der Decke. Wir haben ein paar Bildchen hier hingehangen. Und ja, auch ich mag ein gutes Bild zu schätzen, wenn ich hier so ein Bild von einem... Ich weiß nicht, was es sein soll, ein V vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß dieses Bild gut zu schätzen. Und auch ein Bild von einem Haus am See, oder? Ist es? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir uns schöne Gardinen hingehangen. Ich lüfte einfach mal, damit hier so ein bisschen Luft reinkommt. Und wir haben Gitter extra an die Fenster gemacht, damit auch hier niemand einbricht. So, wir haben auch schon Pizza bestellt, damit es ganz lecker ist. Das ist übrigens ein Bild, was ich mal gemalt habe, beziehungsweise ich glaube, es war meine Freundin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ist ja auch egal. So, ich nehme mal hier die Taschenlampe. Take. So, mit F mache ich an. Okay. Military service is a risk factor for developing PTSD. Around 78% of people exposed to combat do not develop PTSD. In about 25% of military personnel who develop PTSD, its appearance is delayed. Auftretende Verzögerung? Was für eine auftretende Verzögerung? So, das ist übrigens unsere schöne Küche. Ich wollte mal weiter erzählen. Ich weiß nicht, warum unser Radio einfach so anspringt. Gut, Kühlschrank können wir nicht aufmachen, aber das ist übrigens unser ganz toller Ofen, der Übergangsofen, den wir erstmal haben, damit wir überhaupt erstmal irgendwie hier, ja, kochen können und so alles. So, ich guck mal in unseren Schränken. Haben wir irgendwas drin? Nein, wir haben nichts drin. Kann ich mich ducken? Ja. Okay, ich mach wieder zu. Ist ein bisschen undicht. Ja, ich habe noch nicht den Spülkasten, also hier den Dings habe ich noch nicht gemacht. Und, also hier den Wasserhahn. Der ist noch, der leckt noch ein bisschen. Den müssen wir noch mal ein bisschen reparieren und was... Was zum... Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. Bei den Bakers zu Hause, da gab es auch immer so leckere Schmause. So einen leckeren Schmaus zum Abendbrot. So, der gute Porto, der von Seka Porto 1980, der gute, der wirklich gute Wein, den wir hier haben. So, hier oben haben wir auch noch ein paar Schränke, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten, dass wir einfach... Ja, nicht viel haben, denn man muss sich einfach mit wenig zufrieden geben. Ist einfach so. So, da oben haben wir das gute Strawberry und White Tuna. Also Thunfisch gibt's auch und Erdbeermarmelade. Die haben wir noch gekauft gehabt. Die gab's im, ja, gab's billiger und natürlich Tomato Paste. Also Tomatenpaste. So, hier ist unsere Müllecke, weil wir noch keine Mülleimer haben, schmeißen wir einfach jetzt alles in die Ecke. So, das ist übrigens hier unsere Roomtour, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. So, das ist unser tolles Sofa, das haben wir ganz günstig ersteigert auf eBay. Und da können wir uns dann immer schön gemütlich hinsetzen, können Fernsehen gucken, haben immer schön die Bilder von Opa und von, ich weiß gar nicht, ich glaube von der Schwester oder so, ich bin mir gar nicht so sicher. So, dann würde ich sagen... Ja, die Tür ist, glaube ich, abgeschlossen. Da geht es, glaube ich, zum Klo. Ich glaube, meine Freundin ist da gerade drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, Pizzakartons, wie gesagt, Pizza haben wir schon bestellt. Wir haben es, ja gut, 12 Uhr. Ich glaube, die Batterie ist da noch nicht drin. Ich glaube, da haben wir vergessen, die Batterie reinzutun. So, ich gucke mal aus dem Fenster. Es ist sehr dunkel. Wir haben quasi, ja, 12, wenn vielleicht, stimmt die Uhr? Ja, ich bin mir nicht sicher. So. Gut, dann würde ich sagen... Gehen wir mal wieder. Und der Nachbar ist übrigens nicht da. Das ist übrigens unser schöner Hausflur. Ich meine, das war eine Tür. Das ist, ja, gut. So, ich gehe jetzt mal Richtung Treppenflur. Also Treppenhaus. Um mal zu gucken. So. Na, da sind wir wieder. So, das ist übrigens unser schöner Hausflur. Ja, ganz toll. Schöner Betonboden, schöne Betondecke, schöne Betonwände. Also alles richtig super. Besser kann es gar nicht sein. Also beste Lage hier in,
in Berlin-Mitte. Also besser kann es gar nicht sein. So, wo wir uns das hier ausgesucht haben. Und gut. So. Ich weiß nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber der Vierte Weltkrieg wird mit Stöckern und Steinen ausgetragen. Albert Einstein. So. Wer atmet denn da so schwer? Im Übrigen haben wir die Taschenlampe noch. Ich frage mich, was der Stuhl ist wahrscheinlich vom Nachbarn. Was ist das denn? Warum spiele ich sowas eigentlich? Warum spiele ich sowas eigentlich und vor allem alleine? Was ist das? Ach, da stand die Couch drauf, ne? Ich wusste gar nicht, dass wir den Boden... Dass wir vergessen haben, quasi den Boden dort weiterzulegen. Da war ein Loch drin. Kommt das Atmen da raus? Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Entschuldigung, Herr Nachbar. Es tut uns leid, wir müssen den Boden noch legen. Ja? So. PTSD symptoms may result when a traumatic event causes an overreactive adrenaline response, which creates deep neurological patterns in the brain. These patterns can persist long after the event that triggered the fear, making an individual hyper-responsive to future fearful situations. Oh, Alarm im Hintergrund? Was ist das hier überhaupt, Alter? Das ist... Mega widerlich. Das sieht... Warum spiele ich sowas? Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, unsere Roomtour. Ich habe ein bisschen die Couch verstellt. So ein bisschen. Und würde sagen... Wir gehen einfach mal wieder. Ich sehe die Tür nicht. Okay, ist es noch abgeschlossen? Ich finde das so gruselig, dass er blinzelt. Hallo? There's a hole in your head. Was, da ist ein Loch in meinem Kopf? Warum in meinem Kopf? Da ist er. Krieger, you have no idea what's going to happen to her. This way it'll be quick. Ah, der Fernseher geht wieder. Wahrscheinlich ist der Elektriker gerade im Haus. Oder er kommt gerade. Ach, das Nachbarskind ist schon wieder am Schreien. Ja, da gehen wir mal rüber. Vielleicht helfen wir da mal. Vielleicht können wir da mal helfen. Können wir den Fernseher... Ich kann das gar nicht orten, woher das kommt. Kommt das aus dem Loch? Okay. Können wir den Fernseher ausmachen? Nein. Wer weint denn da? Ich muss sagen, ich finde diesen... Ah, die Tür ist wieder offen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zum Hausflur. Ich wollte euch nochmal den Hausflur zeigen, hier, wie schön der ist. Wie schön noch diese Tapete einfach. Es ist doch ein Traum mit diesen Bäumchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Treppenhaus. So. Die Frage ist jetzt, die ich mich gerade stelle, ist oben... Können wir oben... Da ist noch eine andere Tür. Die können wir aber leider nicht öffnen. Hier ist ein Tisch. Okay. Haben wir das auch gesehen, weil wir die Taschenlampe ja haben? Wollte ich das mal ausprobieren. Okay. Gut. Das Treppenhaus. Und ich spende Applaus. So. Ist das hier die Bunker?
Alliteration, wo er immer gehaust hat dann? Weil wir sind ja... Ältere Männer erklären den Krieg, aber es ist die Jugend, die kämpfen und sterben muss. Herbert Hoover. Ich habe mich gerade mal spontan entschieden, was anderes zu spielen. Wieso schaukelt der Stuhl? Das... Da sitzt jemand im Schatten, ne? Guck mal! Entschuldigung, ich will nicht stören beim Schaukeln. Ja, ich... machen Sie es gut. Darf ich Ihnen vielleicht das Fenster öffnen? Ich mache mal das Fenster auf, ja? Der sitzt da, Alter. Wer auch immer das ist, ich bin weg. Ciao, der Nachbar ist wieder da. During traumatic experiences, the high levels of stress hormone secreted suppress hypothalamic activity that may be a major factor towards the development of PTSD. Schön. Das Loch ist immer noch da im Übrigen. Was? Ich schreie und alles, was er getan hat. Die Tür ist abgeschlossen. Ich lüfte mal. Ist so richtig stickige Luft hier drin. Ob wir da auch noch reinkommen? Das Loch ist größer, kann das sein? So. Gut, ich würde gern... Ja, ich, Hallo? Hallo? Niemand zu Hause. Das, ja. Ist ja ganz toll. Herein? Ja, bitte? Ja, bitte, kommen Sie doch rein. Es ist doch gar kein Problem, die Tür ist doch offen. Entschuldigung? Wieso spiele ich sowas? Ah, das Fenster ist undicht. Ich sehe es. Ah, der Schimmel breitet sich aus. Wir müssen, glaube ich, mal den Vermieter rufen. So, das Loch ist immer noch da. Ich kann mich da draufsetzen. Das ist übrigens unser... Ist das unser Kloloch? Ich bin mir nicht sicher. Phantomas ist immer noch da. Oh, ich dachte... Alter, ich dachte gerade... Holy shit, ich dachte, da sitzt gerade einer. Alter, durch den Schatten, das ist so gruselig. Ich habe mega die Gänsehaut gerade. Was passiert denn hier? Oh, das Bild hatte sich umgedreht. Okay, ich habe das Bild mal angeklickt. Na toll. Sitzt er noch da? Der junge Mann sitzt noch da. Ich würde sagen, ich gehe einfach. Alter, mach doch nicht so eine Scheiße. Ich hab ein Ura. So. Ich glaube, mit jedem Zyklus wird das schlimmer hier. Mit jeder Runde. Ist ein bisschen PT, ne? Krieg ist das, was passiert, wenn die Sprache versagt. Margaret Atwood? Ist das richtig? Margaret Atwood? Oh nein, jetzt ist alles rot. Oh Gott, wie eklig. Hört ihr das? Oh, ihr müsst das echt mit Kopfhörer hören oder so. Oh nein, der Stuhl ist zu uns gedreht. Die Taschenlampe bringt mal gar nichts. Oh nein, ich will das nicht. Warum spiele ich das? Das ist nur eine Demo. Ich dachte, das ist so ein,
so ein Kriegserfahrungsdingen, wo man so ein bisschen Story und ich... Wir kommen in unserer Tür gar nicht rein. Herr Nachbar, ich habe ein Problem. Können Sie mir helfen? Oh, diese Geräusche. Wer ist denn da bei uns zu Hause? Ist wahrscheinlich nur ein Nachbar. Hallo? Mach die Tür auf! Ich habe mich gerade spontan entschieden, was anderes zu spielen. Oh, nein, ich will nicht mehr. Alter, warum spiele ich das allein? Ich bin so bescheuert. Oh Gott, ist das furchtbar. Der Kühlschrank ist offen. Dopamine levels in a person with PTSD can contribute to symptoms. Low levels can contribute to anhedonia, apathy, impaired attention, and motor deficits. High levels can contribute to psychosis, agitation, and restlessness. Ich hab spontan entschieden, dass wir kündigen. Okay, ich kann irgendwas einsetzen, aber was? Muss ich das Auge hier einsetzen? Kann ich das Auge nehmen? Hallo Auge. Mach ich Auge. Die Frage ist, was muss ich jetzt da... Ich muss irgendwas, glaube ich, in den Kühlschrank setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Uhr läuft. Warte mal, die Uhr? Huch, Ah, hier ein Auge. Warte mal. Da, Auge. Kann ich das nehmen? Ich kann die Augen nicht nehmen. Ich verstehe noch nicht genau. Okay, wir müssen, glaube ich, die Augen ins Glas tun. Aber wie benutze ich das denn? F war Taschenlampe. T, I, C, V, I. I war, glaube ich, benutzen, ne? Ich kann die Augen aber nicht nehmen. Wie war der nochmal? Nee. Nein, steh auf. Ich glaube, wir haben nicht viel Zeit, ne? Kann das sein? Ich glaube, wir müssen die Augen ins Glas hier tun und dann... Ah, take. Okay, alles klar. Jetzt kann ich die nehmen. Alter, ich will nicht mehr. Wo sind denn noch Augen? Im Übrigen, die Tür ist offen, ne? Nur mal so zur Info. Alter, wo ist hier noch ein Auge? Wie soll ich das sehen? Irgendwo im Schrank? Das ist ja fies. Alter, ich kann nicht mehr. Was zur Hölle? Oh nein, der Krieg bricht aus. Wie furchtbar. Es gibt keine Flagge, die groß genug ist, um die Schande zu verdecken, unschuldige Menschen zu töten. Howard Zinn. Ja. Müssen wir das nochmal machen jetzt? Oh Gott, ist das furchtbar. Ich kann nicht ans Auge dran. Alter, wie furchtbar das einfach war. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum spiele ich sowas eigentlich, wenn ich alleine bin?
Hallo? Ich möchte hier ganz schnell austreten. Ich habe das zwar unterschrieben, aber ich würde gerne was anderes machen. Oh nein, müssen wir es nochmal machen? Ich wusste es. Wir müssen es nochmal machen. Okay, alles klar. Ich beeil mich. Auge. 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 Jetzt können wir noch ein bisschen in Ruhe gucken. Auge. 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 Alter, wie viel. Sind draußen am Flur auch Augen? Haben wir alle Augen? Wie viele müssen denn da rein? Okay, wir haben noch nicht alle. Die Frage ist. Oh, Alter, wenn die jetzt im Dings drin sind, ne, dann fresse ich einen Besen. Ich glaube nicht. Da ist noch ein Auge. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Sind das alle Augen? Okay, wir haben alle. Oh Gott, wo müssen wir hin? Wir sollten nicht schleunigst verschwinden. Ho, 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 ich muss hier weg. Oh, Alter. Ich weiß nicht, warum ich das spiele. Warum spiele ich sowas? Krieg regelt nichts. Dwight D. Eisenhower, das hatten wir schon mal. Alter, ich will nicht mehr. Ich habe spontan entschieden, was anderes zu machen. Alter, diese Geräusche. Das haben wir aber nicht so hinterlassen, Herr Vermieter. Herr Nachbar, irgendwas stimmt in unserem Boden nicht. Okay, wir können irgendwas machen. No, you fucking idiot! It wasn't supposed to do this! You fucked everything up! Look at the shit you did! Fuck! Now he's coming for you! Warum? Warum kommt er für mich? The fridge is full of human meat. Warum kommt er für mich? Ich will nicht, dass er kommt. Es reicht, wenn er erscheint. Nee, keine Zeit! Keine Zeit! Open the fucking door, Krieger! Open the fucking door, Krieger! Open this fucking door, Krieger! Sie machen mir Angst, hauen Sie ab! Oh nein. Irgendwas ist hier drin. Irgendwas ist hier drin, oder? Ich bin doch nicht bescheuert, geht's da raus! Ich bin bescheuert, geh jetzt da raus! Ich bin weg, ciao! I am